Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Elden Ring, Ring, Ring. Warum sind Wurms spawnen hier eigentlich immer rot? Die spawnen immer aggro. Komisch, ne? So, warte mal, was war das jetzt hier? Genau, die Höhle des Geisterrufers. So. Ring, 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 ring. Banana phone. Ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding. Banana phone. I got this feeling, and you believe in. Und so weiter. War da hinten eigentlich irgendwas? Weil wir haben hier so ein großes Feld und hier liegt nirgendwo was rum. Aber man muss schon sagen, ne, die Landschaft mit diesem riesigen zugefrorenen See hier ist schon nice. Das sieht schon echt nice aus. Oh, hier ist doch jemand. Mal hier kommen. Dingeling, ding. Wollen fischen gehen? Ja, lieber nicht. Die sind böse. Seppuku. Damit kann ich mich selber aufspießen. Nice. Das wollte ich schon immer mal haben. Ey, meine Stimme hört sich an. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Aber die hört sich immer noch so an, als wäre ich gerade als aufgestanden. Weil ich bin schon voll lange wach, ey. Ah, die hört sich so, kennt ihr das, wenn ihr gerade so aufsteht und die Stimme hört sich noch so rau an, wie so Mürgelpapier? Wo fühlt sie sich gerade an? Oh, immer noch so rau, so, gerade ist aufgestanden. Aber nee, ich bin nicht gerade jetzt aufgestanden, ich hab eine ganze Weile was, aber. Seid ihr morgen eigentlich bei Wolle am Start? Der streamt ja morgen wieder, wa? Er hat ja gesagt, er muss an Silvesterabend streamen. Dann habe ich gesagt, wieso musst du? Hast du eine Wette verloren? Und dann meint er so, hä, ich habe doch gar nicht Muss gesagt. Doch, du hast Muss gesagt. Und dann hat er es abgestritten, dass er Muss gesagt hat. Ah, ja, macht er ja eh just Chatting mit Musik, wa? Was ist hier eigentlich mit dem Nemi passiert? Von dem habe ich ja schon lange nichts mehr gehört. Die haben den ja so gepusht und jetzt hörst du irgendwie nichts mehr von ihm. Keine Ahnung, ob wir dort sind. Keksystem glaube ich auch. Oh. Ich habe auch überlegt, morgen zu streamen, aber eher dann so wie heute, ne, so normale Zeiten, aber nicht abends. Was haltet ihr denn von der Idee?
Ganz normal, so wie heute, weißt du. Hatte ich überlegt, aber morgen ist ja eigentlich auch schon wieder Sonntag, mein freier Tag, wa? Wo ich eigentlich gar nichts mache. Aber ich spüre, dass wir Elden Ring langsam durch haben, deswegen will ich da eigentlich ein bisschen mehr investieren. Ich meine, ich habe so schon sehr viel Zeit investiert, davon mal abgesehen, aber. Hängen die denn so komisch in der Luft? Das wäre nett von dir. Dann ist wenigstens halbwegs was Gutes zu sehen. Oh, danke schön, Mike. Ja, du ausstream früh. Naja, ich gucke immer mal rein bei Wolle, um zu gucken, ob alles läuft. So, wenn ihr das möchtet, kann ich morgen noch mal ein bisschen streamen. Also sofern das alles so mitmacht. Ne? Ihr kennt das ja. Wenn ich Kopfschmerzen kriege oder sowas. Oder mit Kopfschmerzen aufstehe, aufwache oder so, na, dann streame ich natürlich nicht. Aber sofern alles klappt, ja, würde ich morgen ganz gerne so ein paar Stunden noch mal streamen, so 5, 6 oder ein bisschen mehr. Wie das halt gerade so passt. Also anspucken lassen sollte ich mich nicht von dem Vieh. Gut zu wissen. Das TV-Programm ist ja wieder mal für den Arsch. Schreib das ruhig so hin. Du brauchst dich hier nicht zensieren. Wenn du der Meinung bist, Arsch schreiben zu wollen, dann schreibst du Arsch. Du brauchst dich hier nicht zensieren, ne? Genau. Das Einzige, was ich morgen im TV schaue, ist Dinner for One und ein Herz und eine Seele. Tradition. Ja, da habe ich ab und zu mal so reingesäppt, aber ist nicht meine Comedy, ne? Also. Und so traditionell ist das jetzt auch nicht, dass ich das jetzt unbedingt gucken muss. Einfach nicht meine Comedy. Ne, wenn es mich jetzt so vom Trash-Faktor oder so vom Comedy-Faktor abholen würde, dann würde ich das wahrscheinlich auch mehr gucken. Aber so. Nein. Nein, nein, nein. Ausreden, immer nur Ausreden. Ja, man muss euch ja darauf vorbereiten, ne? Wenn es halt nicht klappt, dann klappt es nicht. Ja, vielleicht doch mit der Waffe. Okay. Morgen erst? Warum nicht heute? Ja, ich weiß, die müssen ja erstmal geschossen werden, ne? Aber so Knallzeug und so habt ihr jetzt nicht gekauft, wa? Aber ihr könnt ja das von den Nachbarn aufnehmen und dann so tun, als wäre es euers. Das wäre doch eine Idee, oder?
Ja, kommst du nochmal runter? Recht, dass du da bist, du Knalltüte. Ne? Ein Bait? Bist du ein Bait? Klangperle des Dunkelscheinschiffes. What? Wenn hier einfach so eine Perle rumliegt. Normalerweise musst du dafür mal falten, wie so ein Ochse. Um so eine Klangperle zu bekommen. Haben zwei. Ach, habt ihr doch Batterien und ein Kleinzeug gekauft? Amen. Schön freche wohnen hier die Leute, ey. Jetzt mal wieder ein paar Leute wegbannen hier, glaube ich. Stimmung! Das ist Stimmung genug. So der Streamer, so die Community, was? Bin noch lange nicht so frech wie ihr. Erste Kirche von Marika. Ist diese Marika? Das war doch diese Schwester, war von dieser Melena oder so. Hier gibt es auch überall diese goldenen Dinger. Blumen. Oh, eine Träne. Nice. Du? Hat nicht recht. Das ist wie wenn Wolle sagt, er sei nicht schüchtern. Was? Wolle ist schüchtern? Schüchtern? Okay, ja, schade, schade. Mit Melina sprechen. Was will sie denn jetzt? Einer muss das Thema ja mal ansprechen. Leute. Also das ist jetzt frech. Spoken echoes of Queen Marika linger here as well. Shall I share them with you? Yep. In Marika's own words, hark, brave warriors. Hark, my Lord Godfrey. We commend your deeds. Guidance hath delivered ye through each ordeal to the place ye stand. Put the giants to the sword and confine the flame atop the mount. Let a new epoch begin, an epoch glistening with life. Brandish the Elden Ring for the age of the Erdtree. Okay. We're almost there. The flame of ruin lies just ahead. I'm glad it was you I traveled with. I must tender my thanks to Torrent, too. Thank you, Torrent. Please continue to lend your aid till the end. Shall I turn your runes to strength? Let my hand rest upon you. For but a moment, share them with me. Your thoughts, your ambitions, the principles you would follow. Was ist das denn für ein komischer Emote? Sollte eine Peitsche sein oder so ein Knüppel oder sowas? Was ist das denn, ey?
Das ist eine Küchenrolle, also okay. Weil die so braun aussieht. Also ich kenne nur helle Küchenrollen. Sind keine braunen. Schoko. Abender Küchenrollen. Geh nochmal zur Höhle des Geisterrufers. Halte von da aus nochmal den Berg entlang. Die Küchenrolle war in Gaga. Die Rolle ist für Schokoteig. Lecker. Kommt der Schoko-Express. Na, ihr seid heute on fire, ne? Mit oder ohne Nüsse? Na, mit Nuts. Je verrückter, desto besser, oder? Müsste doch hier der Gegenstand rumliegen, oder? Wenn nicht mal wieder der Hunger packt, ne? Dann ja ein Snickers. Ich weiß nicht, was mit euch heute los ist, als hättet ihr alle heute einen Energy getrunken oder so. Ja? Sonst hier vorher die Schlaftabletten von Herrn, weißt du, aber heute geht's ab, oder was? Ja, weißt du was, komm, dann muss ich auch mal mitmachen. Energy, let's go. Ah, ihr wolltet das ja so. Na, wir müssen schon mal das Feuerwerk zünden. Später bist du nicht da. Okay. Die graben sich wieder ein, die Schweine. Nicht aus der Luft, Alter. Na Gott sei Dank, wa? So, so ein Schlagersong, glaube ich, wa? Scheiße. Hallo. Zu spucken, du Sau. Ist doch gut. Hab bald keinen Saft mehr. Na, meine Fresse, ey.
Müssen die mal so übertreiben? Ihr habt es gesehen, ne? Also ihr seht das ja. Also ich die ganze Zeit und man hört es sogar auch. Aber meinst du, die rollt mal? Oh, Kacke mit dem Stun, ne, wirklich. So bad, ey. Was ist der Unterschied zwischen einem Waisengrund und Waisenkind und einem Apfel? Den Apfel kann man essen? Oder aus dem Apfel wird irgendwann mal ein Baum oder so? Keine Ahnung. Also mal, ich hab hier nur. Er hat gestorben, ne? Ach, der war auch keiner drauf von euch. Ein Apfel wird eher mitgenommen. Wow, Alter. Der ist dark. Der ist dark. Hunde! Oh, wo sind wir denn, du Fisch? Ja, okay. Hab's jetzt andersrum verstanden, dass Harry zu Voldemort gesagt hat, dazu braucht man die Erlaubnis der Eltern. Aber war ja genau andersrum. Voldemort ist ein ganz schöner Arsch. Mann, ey. Mal diese Freischläge, ey. Bin noch mehr so fiese Witze drauf. Richtig darken Humor. Mag ja sowas, ne? Darker Humor ist ja wohl mein Ding. Hallo? Also da können wir hoch. Hat eine halbe Sekunde gedauert, bis der bei mir ankam, aber ja. Alter. Nicht dein Ernst, ne? POS, ey. POS. Hey, was machen die denn jetzt hier?
Was, wenn es hier diese Hunde wieder gibt, ey? Sag mal, sind ihnen die Monsterideen ausgegangen oder was? Warum sind denn die jetzt schon wieder hier? Naja, wenigstens gehen sie jetzt relativ schnell kaputt. Der war fies, ey. Sucht er die gerade im Internet oder was? Schlechte Amerika-Witze. Wie viel gibt ihr eigentlich hier so? Hier 176. Ja, voll lau. Warum nicht, ne? Kann man machen. Man ist gar nicht richtig drauf, ne? Jetzt noch nicht. Hey, los, Leute, findet ihr nur schlechte Witze über Amerika? Ich meine, der mit dem Apfel war schon echt nice. Mit den Runenfragmenten, was konnte ich denn damit nochmal herstellen? Der war fies. Ihr habt nur so fiese Sachen. Schwarzen Humor, nicht bösen Humor. Schwarzen. Wenn ein Alpaka kackt, ist das denn ein Alpaka kackt? Bestimmt. Ja. So, irgendwo liegt hier das Item. Direkt vor uns. Da kann es sein, dass vielleicht so ein Vieh runterfällt. Und dann Schaden hat. Dass so ein Vieh in diese Höhle reinfällt, weißt du, durch den Boden fällt irgendwie. What the heck? Wird's ja gerade richtig dark.
Und hier liegt wieder keiner hier an der Klippe rum, oder was? Interessant. So, was ist mit dir, Kollege? Wie viele Schüsse hältst du aus? Muss ich zweimal schießen, ja? Probier mal einmal. Ne, einmal reicht nicht, okay. So eklig da oben? Ja, du bist voll eklig. Guck mal hier. Bam, Junge. Und nochmal. Bam. Hast du davon? Schloch. Eine 12er Rune, Leute. Und was macht ihr heute noch so Schönes? Nachher? Heute Abend? Tut ihr schön mit Glühwein hier euch voll glühen oder was? Das ist Joran, ey. Mit Glühwein vollglühen. Boom, bitch. Endlich hast du mal hier mal ein paar normale Gegner, weißt du? Aber jetzt kommen wir auch mal wieder an ein paar Runen ran und so. So, sag mal, macht ihr eigentlich mit euren Plüschis, macht ihr da auch so richtige Stories? Von wegen, dass ihr halt so ein Plüschchen nimmt und dann so eine Story macht, heute war ich einkaufen, bla bla bla. Oder heute haben wir Kaffee bei Plüschtier XY gemacht wird. Sind da so richtige Stories oder fotografiert ihr sie einfach nur so? Schatzi fährt nachher nochmal nach Essen was holen. Wieso? Was hast du denn vergessen? Ich bleibe hier, weil meine Frauen Probleme hart reinkicken. Dann gute Besserung. Gute Besserung. Cookie Dog? Was ist ein Cookie Dog? Macht ihr die denn selber oder was? Also hier so per. Habt ihr da sowas gekauft? Nein, wie man das nimmt. Wir vermenschlichen wenig. Zurzeit Ruhchen geht ja meistens mit Sebastian auf Arbeit. Und ja, zum Beispiel einkaufen geht sie auch. Aber mehr eher, was sie so alles erleben und für Spaß. Also keine Story sowas, ja. Also von wegen, dass ihr euch so richtige Geschichten sozusagen überlegt, was sie denn heute so erlebt hat oder. Wäre bestimmt auch mal interessant, meinst du nicht? Würde bestimmt auch Spaß machen für euch. Dass ihr euch so ein paar Geschichten ausdenkt, so wie gute Zeiten, schlechte Zeiten, nur mit Plüschtiere. Weißt du? Könnte man sagen. Dass man sich so richtig schöne Geschichten ausdenkt, was die Plüschtiere so erlebt haben.
Jetzt zumindest eine Idee. Ich meine, ihr seid ja da eh so ein bisschen drin schon von den Plüschtieren her. Und ich schätze mal, an Kreativität mangelt es euch ja nicht. Also. Habe ich doch richtig gesehen. Eine reicht. Okay. Was soll denn hier, du kleiner? Kleiner tu nicht gut. Oh, ich höre noch jemand anderen. Ja. Kein Schritt, ey. Ja, jetzt nur noch treffen, ne? Genau. Ein Stücke. Nehmen wir mal das Messer. Was ist denn so rumgehauen? Ketzerischer Tod. Wieso ist der ketzerisch? Du musst das Rätsel lösen, um einzutreten. Was ist denn das Rätsel? Gekauften zum Anrühren? Was? Gekauften zum Anrühren? Achso. Der ist so lecker. Ja, aber du musst ihn ja selber trotzdem noch backen. Hm? Ihr habt ja jetzt nur. Das rohe Zeug habt ihr ja nicht. Aber da ist auch die Backzeit wieder wichtig, ne? Zu viel und der wird zu keksig, zu wenig und der wird nicht fest genug, ne? Die guten Zeiten sind, wenn sie zusammen sind, und die schlechten Zeiten, wenn sie sich verabschieden müssen. Steht doch bei Insta so drin, okay. Dass sie ja alle weit weg voneinander wohnen und so. Ich sehe in dein Herz. Früher habe ich mal geguckt. Früher war noch interessant irgendwann, aber irgendwann waren die ganzen coolen Schauspieler waren dann irgendwann alle weg und dann hat sie die Serie vergessen. Da wird nichts gebacken? Wieso? Warum wird da nichts gebacken? Was ist denn für ein Cookie? Du nimmst den Teig aus der Dose, Butter und Milch dazu, gut rühren und fertig. Anfangs habe ich das auch gerne geschaut, ja, aber ganz am Anfang noch. Fallen der Schnee enthüllt unsichtbar. Denn der Schnee hüllt unsichtbar aus. Bitte Waffe. Hallo, wechseln. Wo bist du denn jetzt hin, ihr Kollege? Komm mal her. Schon wieder vergessen hat. Hallo, ich bin noch hier. Ja, schick mir mal ein Bild. Cookie nicht gebacken, hä? Nascht ihr denn nur so den Teig oder wie ist denn? Als die Biedermann und so noch dabei waren. Das ist schon so lange her. Und du weißt, mit Namen kann ich nicht viel anfangen. Das ist schon so lange her wieder. Der Schnee. Schnee
erhöht Unsichtbares. Fallen der Schnee enthüllt Unsichtbares. Also macht Unsichtbares sichtbar, ne? Fallender Schnee macht Unsichtbares sichtbar. Aber woher soll ich denn wissen, was hier unsichtbar ist? Normalerweise. Steht das nicht ganz freundlich bei mir. Blöd uns. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber da gab es so ganz am Anfang so eine schwarzhaarige. Die fand ich super. Aber die war dann irgendwann weg. Und da fand ich das kacke. Ist halt so, ne? Wenn man so seine Lieblingscharaktere dann hat und die dann irgendwann verschwinden oder so. Dann ist das irgendwann nicht mehr so, wie es mal war, ne? Blinder Schnee enthüllt Unsichtbares. Aber hier ist nichts unsichtbar. Und da sieht es nicht danach aus. Unsichtbares sieht man doch normalerweise dann auch so, also. So ein bisschen geisterhaft-mäßig ist. Aber ich sehe nichts geisterhaft-mäßiges, außer halt die Tiere, aber die sind halt Standard, ne? Nee, will ich. Los, was glitzert denn da unten so?
Ja, dieser blöde Baum, wa? Hm. Jo, hier ist nichts. Länderschnee. Das dauert jetzt ewig, bis ich wieder da bin. Ich weiß halt leider nicht, wonach ich suchen soll. Muss ich die Tiere da töten? Nee, die sind doch hier auch überall. Tiere sind da jetzt da nichts Außergewöhnliches. Weil die sind ja hier auch überall. Fünf Runen. Was habe ich gerade 5 Runen bekommen? Also der Schnee fällt, aber ich sehe nichts Unsichtbares. Vielleicht ist das ja auch der Punkt, ne? Ich das nicht sehe. Früher fand ich die Rätsel besser. Da musstest du nur diese komischen Schildkröten töten und das war's. Er lässt mich nicht rein. Mahlzeit, Marco. Ja, nee, keine Ahnung. Muss ich markieren? Ich keine Ahnung, wie ich reinkomme. Und später. Kein Plan. Weiß ich, was die von mir wollen, ne? Na, alles klärchen. Wie war denn Samstag bisher? Alles gut soweit, sehr schön.
Oh, what? Bang. Oh, eine 12er Rune. Immer Ruhm für irgendwas. Das Ruhm für Playtime oder was? So, hier ist eine fette Belagerung. Da gibt es bestimmt auch wieder irgendwas. Ganz kurioses. Wie Ballisten und so. Die mich dann wieder bestimmt vollpumpen mit irgendwelchen fetten Bolzen. Wie sieht's denn hier oben aus? So, sag mal, Marco, hier auf dem Plateau, da ist so ein Turm. Ja? Und das Rätsel ist sowas wie fallender Schnee enthüllt Unsichtbares. Bist du darauf gekommen, was die damit meinen? Jetzt ohne zu sagen, was das ist. Und hier kann man einfach durchgehen. Ja, schönes Rätsel, oder? Ja, wenn man es verstehen würde, ist es schon richtig geil, ja. Ich habe absolut keine Ahnung, was die von mir wollen da. Alle in der Schnee. Ich meine, da fällt ja die ganze Zeit irgendwie Schnee, aber ich sehe ja dieses Unsichtbare nicht. Moin Anisa. Na, alles klar bei dir? Was meinte der hier? Geht irgendwo zum Turm rüber, was man nicht. Aber da müsste ja trotzdem der Schnee irgendwo zu sehen sein, dass er da auf diesen unsichtbaren Plattformen oder so fällt, aber das habe ich irgendwo nicht gesehen, aber wir können da gerne nochmal gucken gehen, ne? Aber gesehen habe ich das nicht. Ja, und bei dir? Alles wunderbar. Marco, Anisa, wie feiert ihr morgen Silvester? Habt ihr schon fleißig eingekauft? Knallzeug und Fischfeuerwerk und was man nicht so alles holt? Ist das ein blauer oder ist das ein weißer? Also der ist rot, jetzt sehe ich. Ja, Zimmer machen. Ring Großbolzen.
Und so krass oder was? Dass ich dafür sprengen Großbolzen brauche? Blauer, ne? Ja, du machst normaler. Was ist mit dir hier, Kollege? Ein wenig, nur das reicht vollkommen. Wie war es denn ausgegeben, oder sag mal? Wir machen Verschiedenes zu essen und genießen den Tag dann. Ohne Feuerwerk und Co. Nur so ein bisschen was für drin. Ja, sag ich doch, so Tischfeuerwerk, ne? Und diese kleinen Dinger, kennst du die? Die du so dran ziehst und dann kommt da so Mini-Konfetti raus oder so. Oder Mini-Luftschlangen. Bestimmt eine Heiden-Gaudi für die Kinder. Circa 50 Euro. Oh, das geht ja noch. Ist ja für die Kids, ne? Lisa, wie geht's eigentlich der Jasmin? Geht's dir gut? Oh, okay. Er war gerade gut abgelenkt vom Essen. Das ist ja super. Ich hab gerade so eine Panik gemacht, ey. Ich dachte schon so, Mann, der haut schon voll rein, ey. Ja, der geht es gut. Sehr schön. Soll noch mal genauer hingehen, ne? Mal genauer gucken. Wo fällt der Schnee? Fallender Schnee enthüllt Unsichtbares. Muss man doch irgendwie sehen können, oder nicht? Wenn er da irgendwo auf dem Boden liegt. Wenn das irgendwie in der Luft schwebt.
Na toll, jetzt schneit hier nichts mehr. Warum schneit hier nichts mehr? Kann es sein, dass ich von der Brücke da rüber muss? Also drüben ist ja nur so eine Brücke, ne? Sicher, dass ich von der Brücke hier rüber muss. Muss von der Brücke? Okay. Ekelhaft. Sehe den ganzen Weg wieder rüber. Kann ich hier runter ohne Fallschaden? Ich würde sagen, nein. Hier runter ohne Fallschaden? Abbaus, ne? Ich will mich extra nicht porten, damit die ganzen Gegner wieder kommen. Habe ich keine Lust drauf. Die extra weggekillt. Was sagt eigentlich der Encoder? Sieht noch das. Die Bildqualität gut aus vom Stream oder sehr fragmentiert? Hier sind wir noch am Ballern. Ich verarsche schon? Was ist der Welt hier? Ein Sniper. Habe ich auch noch erhöhten Drop, oder? Aber man sieht doch gar nicht, wie es. Da landet auch gar kein Schnee drauf.
Hallo Devil Mike. Geht gerade auf den Turm zu und kurz davor nach links oben zum Balkon. Ja, danke fürs Vorsagen. Dir auch einen wunderschönen Samstag. Leiter oder was? Den Weg ein kleines Stück zurück, dann links hoch. Warum sieht man das eigentlich hier so schlecht? Alle in der Schnee enthüllt. Unsichtbar. Hier wird gar nichts enthüllt.
In Stücke? Okay. Ah ja. Guck mal, jetzt kann man es sehen. Jetzt kann man das Blaue sehen, das ist interessant. Weihnachten, yay! Ich befürchte, deine Steine reichen nicht aus. Doch, doch, doch. Doch, doch, die reichen locker aus. Ich möchte sagen, warum? Weil ich die ja jederzeit wieder neu herstellen kann. Guck mal hier. Wo haben wir sie denn? Ich kann noch 111 Stück davon machen. Easy. Das ist ja was. Modi, Modi. Sag mal, die ersten verschwinden schon wieder, siehst du? Wie viel darf man denn haben? Wollt ihr mal zählen? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 30, 32, 34, 36, 38? Komische Zahl. Das Siegel des Turms ist aufgehoben. Schön. Mal hier Nachricht weg. Ja, dann schon mal danke fürs Helfen. Also gebe ich. Oh, Lichtermann hier. Sehe gar nichts. Sieht toll aus. Ja, ich dachte mir, ach komm, machst du lieber die Steine, anstatt die Pfeile zu verschwenden. Ich meine, okay, wir haben genug Pfeile, so ist es nicht, ne, aber trotzdem. Natürlich. Speicherstein? Nee. Urstern-Regen. Ja, ein Zauberer. Erzeugt eine Zeit lang einen Sternregen. Schön, schön, toll. Fantastisch. Nix für mich.
So, warte mal, dann kann das ja hier weg, oder? Moin Moin Ingo. Einen wunderschönen Samstag wünsche ich dir. Na, alles klar bei dir? So, was seid ihr denn hier so für Pizzblüten? Sehe ich eigentlich, wie viel ich für das nächste Level brauche? Nur noch 2000. Spinnender Schmetterling? Really? Er reicht, oder? Wenn überraschen kann, dann reicht einer. Es sei denn, die haben mich schon gesehen, dann nicht. Tito und Jo gerade noch den Rest eingekauft. Bei den Muggels. Ich gehe nachher auch noch mal einkaufen. Aber heute Abend erst. Will mir noch was Schönes zum Abendbrot holen. Ich glaube, ich hole mir heute mal wieder eine schöne Pizza oder so. Bis Dienstag nicht mehr vor die Tür. Gott sei Dank. So, warte mal, den machen wir noch platt. Und dann würde ich sagen, dann leveln wir mal kurz. Stab der Sprütigen. Okay. Wieso hab ich den denn bekommen? Bin doch gar nicht schuldig. Ich bin die Unschuld in Person. Das sag ich dir. Mal wieder da, war. Na gut, machen wir erstmal einen Stufenaufstieg. Glaube 80. So, dann machen wir jetzt Kraft weiter. Brauche unbedingt noch ein bisschen mehr LP. Wollte aber erstmal noch ein bisschen Damage reinhauen. Jo. Jo, würde ich sagen. Jetzt würde ich Kraft, glaube ich, bis 50 oder bis 60 machen. Glaube ich, so Pi mal Daumen. Dann kommen wir so vielleicht auf 1600 LP. Und noch ein bisschen körperliche Abwehr. Vielleicht kommen wir dann da auch noch mal so auf 145 oder sowas. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall bringt es uns was. So, die sind auf Ohren hier, oder was? Gucken die eigentlich alle hin? Warum gucken? Ach, die gucken da rüber zu dem Ding hier, oder was? Ist irgendjemand drinne?
Ja, solange wir jetzt nicht Ariandel und Schwester Friede da rauskriechen, habe ich kein Problem damit. Ich werde heute noch mal einkaufen gehen. Ich meine, die meisten haben das wahrscheinlich sowieso schon alles erledigt. Das hättest du mal gestern sehen müssen, ne? Oder vorgestern. An welchem Tag konnte man Knallzeug holen? Gestern, ne? Der war so rappelvoll schon morgens, ey. Kannst du dir gar nicht vorstellen, wie die Bekloppten nur an Knallzeug kaufen. Will ich denn meine Wölfe rufen? Oder komme ich auch so durch? Oder so wie so ein dicker Maug. Da wieder rum. Ja, fast geklappt, Kollege. Ich hab's fast getroffen. Feuermensch Stulpen. Cool. Die sind cool aus, die Stulpen. Karte ist noch weiter unten, okay. Warte, lass mal überlegen, ob wir uns erst die Karte holen und dann hier reingehen in die Burg. Wäre, glaube ich, ganz cool, wenn wir uns erst die Karte holen. Wie die Bekloppten. Das zum Thema Umwelt und so. Ja, also stellenweise ist das echt krass, ne? Wenn du so nach dem Silvester so rausgehst und auf die Straße, ne, ist ja alles rot von den ganzen Knallkörpern und so. Hast eigentlich nur noch ein ganz rotes Meer von dem roten Papier. Der Knallkörper. Kronen. Genau. Wie gesagt, ich würde ganz gerne erstmal die Karte holen, bevor wir jetzt hier irgendwas machen. Probier es halt, wenn man so kacken dreist. Versuchen wir jetzt die Karte zu holen. Ach du Scheiße, was ist das denn? What the heck? Oh, da ist die Karte. Wäre ich so rüber oder wäre ich wieder von irgendwelchen Bogenschützen angeschossen? Eine Gnade. Ganz ein riesiger Riesen, ey. Holy moly. So, neue Karte gefunden. Berggipfel der Riesenosten. Okay. Alter Verwalter.
unten ist ja wirklich da unten der Eingang, oder? Genau, da ist der Eingang vom Dungeon. Okay. Cool. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das Item kriegt man nicht. Das ist irgendein Gegner, der durch den Boden fällt und dann einfach zufällig da oben landet. In der Höhle. Ja, das stimmt allerdings, ja. Alles für die Umwelt, ne? Ist doch so. Ja, du hast ja noch die Tiere zu Hause, ja. Es gibt ja sehr viele Tiere, die Schiss davor haben, aber es liegt, glaube ich, auch an diesem lauten Knall einfach, ne? Weil es auch so laut ist. Ingo, Stufe 28! Herzlichen Glückwunsch! Der Hund von der großen. Also von der Ältesten meiner Schwester. Die hat ja auch Schiss, ne? Gassi gehen ist dann fast unmöglich, wenn es draußen knallt, aber sie muss ja Gassi gehen, ne? Aber dann ist sie ganz, ganz schnell. So schnell wie die kackt und pisst, kann sie ja nicht gucken, ey. Wollte doch erstmal den hier knallen. Ich jetzt hier die Tüten so einzeln rein? Nee, hat er nicht gekriegt. Oh, der schießt mit Feuer und so. Der ist nicht cool. Der ist gar nicht cool. Moin, Daniel. Auch dir einen wunderschönen Samstag. Das ist ja für die Tiere dreimal so laut wie für uns. Ich meine, die ist sogar noch lauter, ne? Na, Daniel, ausgeschlafen? Hast dich nochmal umgedreht, wa? Ja, was am Pupsen ist. Gerade am Pupsen war der Junge. Feuerprälatenstulpen. Feuerprälaten. Okay. Jupp, ausgeschlafen. Bin auch erst gegen 4 oder so ins Bett. Lol. So lange gemacht. Ich glaube, ich war noch bis 12:30 im Stream bei dir, war oder so. Keine Ahnung. Gar nicht mehr. Vergangenheit. Ach, du warst sogar schon einkaufen. Ah.
die letzten Sachen noch geholt hier, oder? Chips. Ja, danke fürs Wegrennen. Cool. Alle hier schon auf Ohren sind, wa? Jo, guten Hunger und lass dir den Kaffee schmecken. Dein Schwertschlüssel, cool. Ein wenig Essen, Frau ist nicht da. Muss er gleich ausnutzen. Achso, sonst macht sie immer Essen, was nicht satt macht, oder was? Lass sie das bloß nicht hören, du. Die mag nicht so oft dasselbe, die braucht Abwechslung. Oh, ich kann jeden Tag dasselbe essen. Also, nicht jeden Tag, aber... Ich brauche keine Abwechslung. Ich kann fast jeden Tag dasselbe essen. Nudeln mit Käse, so lecker. Ich weiß gar nicht, was ja. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Hängt er irgendwo oben? Ach, da hängt er. Jetzt habe ich ihn gesehen. Kriegsasche, Ansturm des Prälaten. Höchstwahrscheinlich nie benutzen, aber danke dafür. Ich auch, wenn man ein Lieblingsessen hat. Ja, also ich könnte auf jeden Fall, weiß ich nicht, jeden zweiten Tag Gulasch essen. Ja. Oder jeden zweiten Tag, weiß ich nicht, so Hähnchenpfanne oder so. Oder ich könnte sogar jeden Tag Hähnchenpfanne essen. Ich kein Problem mit denen. Deswegen habe ich auch kein Problem mit jeden Tag Nudeln mit Käse zu essen, zum Beispiel. Nudeln, Käse, Wurst und Tomatensoße, mehr brauche ich nicht. Ja, Fleisch ist mir tatsächlich gar nicht mehr so wichtig. Früher war es halt wirklich sehr wichtig. Am besten, weiß ich nicht, jeden Tag Fleisch oder so, weißt du, aber irgendwie. Irgendwann braucht man das Fleisch auch gar nicht mehr so. Nudeln gehen halt auch immer. Ja, kommt immer drauf an. Es gibt halt auch Menschen, die mögen Nudeln nicht. Zum Beispiel die kleinste von meinen Nichten, die ist eher so der Kartoffeltyp. Und die mittlere ist eher so der Nudeltyp und die älteste ist eher so der Reistyp. Ja, jeder wie er mag, ne, halt. Ich für meinen Teil esse sehr gerne Nudeln und Reis. Kartoffeln sind nicht so meins, es sei denn, es ist Pommes oder Bratkartoffeln.
Aber so stinknormale Salzkartoffeln? Nee. Und Ella zum Beispiel ist auch eher so der Nudel- und Kartoffeltyp, aber nicht so der Reistyp zum Beispiel. Aber danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.